Felcigo Alba und herzlich willkommen. Ich nehme Sie heute Abend mit auf eine virtuelle Reise nach Schottland. Mein Name ist Madeleine Richter und ich bin seit knapp 4 Jahren Projektmanager im Marketing bei Contiki Reisen. Heute Abend erzähle ich euch etwas über Schottland, ein paar Eckdaten und Zahlen. Ich zeige euch Highlights auf, die ihr in Schottland nicht verpassen dürft. Ich erzähle euch etwas über Schlösser und B&Bs und natürlich darf das Dudelsackspielen auch nicht fehlen. Am Schluss nehme ich mir gerne Zeit und beantworte eure Fragen. Ihr dürft aber eure Fragen laufend während des Vortrages im Chat einfach einschreiben und meine Kollegin beantwortet diese gleich oder ich werde sie dann am Schluss im Plenum beantworten. Schottland ist das nördlichste Land von Großbritannien. Es ist ein magisches Land mit reizvollen Kontrasten, wie einsamen wilden Highlands im Norden, saftig grüne Täler in Zentralschottland und pulsierende Großstädte wie Edinburgh und Glasgow. Schottland verfügt über lange Küstenabschnitte mit weißen Traumstränden, quirlige authentische Hafenorte und bedeutende Vogelinseln im Westen von Schottland. Die schottische Flagge ist ein weißes Andreaskreuz auf hellblauem Grund und zählt zu den ältesten der Welt, denn sie reicht bis ins 9. Jahrhundert zurück. Schottland hat 5,3 Millionen Einwohner und eine Bevölkerungsdichte von 70 Einwohnern pro Quadratkilometer. Als Vergleich, wir in der Schweiz haben 215 Einwohner pro Quadratkilometer. Ihr seht also, Schottland ist sehr dicht, also sehr schmal besiedelt im Vergleich zur Schweiz. Und obwohl Schottland von der Fläche her fast doppelt so groß ist wie die Schweiz. Schottland hat 800 Inseln, davon sind allerdings nur 130 bewohnt. Der höchste Berg ist der Ben Nevis mit 1344 Metern. Dazu erzähle ich aber später noch ein bisschen mehr. Außerdem hat Schottland 30.000 Lochs und 6.600 Flüsse. Zudem eine Küstenlinie von 10.000 Kilometern. Schottland ist ein sehr stolzes und sympathisches, aber auch sehr gastfreundliches Volk. Sie sind nicht mehr Mitglied der EU und seit neuestem benötigt ihr einen gültigen Reisepass, denn die ID reicht leider nicht mehr aus. Die Währung ist das schottische Pfund. Es unterscheidet sich zum englischen Pfund nur durch den Namen und ist vom Wechselkurs her auch sehr ähnlich. Das heißt, ein Pfund ist ca. 1,27 Franken. Ihr könnt aber auch sehr gängig mit eurer Kreditkarte bezahlen. Das ist überhaupt kein Problem in Schottland. Die Amtssprache ist Englisch. Gälisch ist jedoch die keltische Sprache und wird teilweise immer noch im Alltag noch in den nordwestlichen Highlands und auf den Hebriden gesprochen. Aus dem Gälischen stammen die Bezeichnungen wie Loch, was auf Deutsch See heißt, Glen, was auf Deutsch Schlucht heißt und Eileen, was auf Deutsch Insel heißt. Das schottische Wetter ist besser als sein Ruf. Jedoch kann es auf jeden Fall sehr wechselhaft sein und ihr könnt an einem Tag Regen, Wind, Sonnenschein und strahlend blauen Himmel auf einmal haben. Schottland ist eine ganzjährige Reisedestination. Die Hauptreisezeit ist jedoch von Mai bis September. Das hat nicht nur damit zu tun, dass während den Sommermonaten wegen der nördlichen Lage von Schottland die Tage länger sind, sondern weil auch viele Sehenswürdigkeiten und Schlösser nur während diesem Zeitraum überhaupt für Touristen geöffnet sind. Die Schotten sagen gerne, if you don't like the weather, just wait 10 minutes. Und das habe ich an eigenem Leib erfahren. Als ich einmal auf der Isle of Skye war und wir den Leuchtturm erreicht haben, wollten wir diesen anschauen, aber es hat aus Kübeln geregnet. 5 Minuten später hatten wir strahlend blauen Himmel und wir konnten den Leuchtturm wunderschön genießen und ein paar schöne Fotos schießen. Edinburgh ist die schottische Hauptstadt. Von Zürich seid ihr mit einem Direktflug in nur 2,5 Stunden dort. Edinburgh ist übrigens auch Start- und Endpunkt der meisten Reisen von uns.
Edinburgh ist umgeben von saftigen grünen Hügeln und dem Meer. Sie ist die geschichtsträchtigste Hauptstadt von Schottland mit einer historischen Altstadt. Die Sehenswürdigkeiten liegen nah beieinander, sodass ihr sie zu Fuß gut erreichen könnt, was ich euch sowieso besser empfehle, als mit dem Auto bei Linksverkehr durch die Stadt zu fahren. Von der Größe her ist Edinburgh zu vergleichen mit Zürich. Die Highlights in Edinburgh ist der Ausblick von den Festungsmauern des Edinburgh Castle, ein Spaziergang auf den Hausberg Arthur's Seat sowie viele Häuser, Straßen und Gebäude aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert. Das internationale French Künstlerfestival und das Military Tattoo im August finden dort ebenfalls statt. Edinburgh ist eine quicklebendige Universitätsstadt. Es gibt viele Pubs, Cafés, Läden und Museen sowie eine Anzahl an historischen Gebäuden. Harry Potter Fans, aufgepasst, denn Edinburgh ist die Inspirationsstätte von J.K. Rowling. Ihr findet nicht nur eine kleine Winkelgasse hier, sondern könnt auch dort euren eigenen Nimbus 2000 kaufen. Das ist kein Scherz. Daher empfehle ich euch, wenn ihr wirklich Fans seid, bucht die Harry Potter Führung in Edinburgh und nehmt euch eine Stunde Zeit, um in die Welt von Zaubern und Magie einzutauchen. Das Edinburgh Castle ist das berühmteste aller schottischen Burgen und war die königliche Residenz für viele Generationen. Sie beherbergt heute noch die schottischen Kronjuwelen, welches die ältesten Kronjuwelen der Welt sind. Das Edinburgh Castle bildet eine imposante Kulisse für das Military Tattoo, welches vom 5. bis 27. August 2022 stattfindet. Das Tattoo ist das größte Musikfestival ganz Schottlands. Es erzeugt Gänsehautfeeling, wenn sich die Dudelsackspieler militärisch akkurat platzieren und schottische Klänge erzeugen. Faszinierende Lichteffekte, schottische Tänzer und ein abschließendes Feuerwerk bescheren euch wahre Glücksmomente. Die Highlands weiter oben in Schottland warten mit endloser Wildnis auf euch und gehören zu einer Schottlandreise einfach dazu. Die unberührte, einzigartige Natur diente als Filmkulisse für zahlreiche Filme wie Harry Potter, James Bond Skyfall und die Serie Outlander. Sie gehört zu meiner persönlichen Lieblingsregion. Die Bevölkerungsdichte in den Highlands liegt sogar nur bei 8 Einwohnern pro Quadratkilometer. Ihr könnt euch also vorstellen, hier könnt ihr wirklich die Natur genießen. Die Highland Kettles gehören zu den bekanntesten Wahrzeichen Schottlands, denn die zotteligen Tiere mit den charakteristischen Hörnern gelten als relativ sanft und sind auf jeden Fall ein gesuchtes Fotosujet. Kein Loch in Schottland ist so berühmt wie das Loch Ness. Es liegt im Herzen von Schottland, circa eine halbe Stunde südwestlich von Inverness. Es gibt viele Wander- und Radwege entlang des Sees. Zudem habt ihr verschiedene Möglichkeiten, den See mit Booten zu erkunden. Das Urquhart Castle liegt malerisch am Loch Ness. Das Eileen Donnan Castle ist das beliebteste Fotomotiv Schottlands und liegt mit seiner wunderschönen Lage am Loch Duich direkt auf dem Weg zur Isle of Skye. Unter anderem wurden hier Szenen vom Film Highlander gedreht. Bei einer Besichtigung der Burg erfahrt ihr spannende Geschichten über die schottischen Clans. Weiter geht es zur Isle of Skye. Und nein, ich kann diesen Berg nicht aussprechen, deswegen versuche ich es schon gar nicht. Die ganze Isle of Skye zählt zu den Hauptsehenswürdigkeiten von Schottland und ist auch bei den Schotten selbst ein sehr beliebtes Reiseziel. Die moorige Landschaft, die kantigen Berge, leuchtend klare Lochs und imposante Klippen stechen unter allen Inseln Schottlands heraus. Skye ist einfach ein Paradies für Aktivurlauber. Es empfiehlt sich sehr, vor allem während der Hauptsaison, das ist zwischen Juli und August, vorzureservieren. Das heißt die Unterkünfte, aber auch die Restaurants für abends. Das herzige Hafenstädtchen Portree ist der größte Ort von der Isle of Skye mit ca. 2000 Einwohnern und bekannt für seine bunte Häuserfront.
Ganz gemütlich kann man auf der Kaimauer bei Fish and Chips sitzen und dem täglichen Treiben zuschauen. Portree hat eine gute touristische Infrastruktur mit vielen kleinen Hotels, Restaurants und Pubs. Die geschützten Buchten und Meeresarme eignen sich bestens für Kajaktouren. Wandervögel kommen hier auf jeden Fall nicht zu kurz. Ein Besuch in einer Whisky-Destillerie darf auf jeden Fall nicht fehlen auf einer Schottlandreise. Auf Skye gibt es die Talisker Distillerie, die einen Besuch wert ist. Diese empfehle ich den Whisky-Kennern unter euch, vor allem, wenn ihr gerne rauchigen Whisky mögt. Der Ben Nevis, ich habe schon von ihm erzählt, er ist der höchste Gipfel von ganz Großbritannien, also nicht nur von Schottland, sondern ganz Großbritannien. Mit 1344 Meter Höhe ist er für uns Schweizer doch eher lächerlich. Aber ihr seht, er sticht hier wunderbar hervor und das nicht nur mit den vielen Klippen, die er hat, was ihn auch sehr schwierig zu erklimmen macht. Also unterschätzt diesen Berg nicht, wenn ihr da mal hochwandern möchtet. Zudem ist der Ben Nevis an 9 von 10 Tagen in dichten Wolken eingehüllt. Wenn ihr die Wanderung also wirklich versuchen möchtet, es ist sehr ausgesetzt oben und rechnet bitte genug Zeit ein. Denn für den Aufstieg allein braucht ihr mindestens 4 bis 5 Stunden und für den Abstieg 2,5 bis 3 Stunden. Schottland hat viele wunderschöne Aussichtspunkte, wie ihr bemerkt. Der Queen's View zählt allerdings zu den allerschönsten. Dieser liegt in der malerischen Region von Pitlochry. Wer die Landschaft lieber genüsslich aus dem Zug an sich vorbeiziehen sehen will, ein Highlight einer jeden Schottlandreise ist eine Fahrt mit dem Hogwarts Express. Sein richtiger Name ist der Jacobite Steam Train. Fast als würde man, wie Harry Potter, am Gleis 9¾ stehen. Dieser Zug fährt auch über das Glenfinnan-Viadukt, welches ihr aus vielen Filmszenen, vor allem auch von Harry Potter, sicher erkennt. Im Sommer gibt es täglich 2 Fahrten ab und bis Fort William nach Mallaig im Westen von Schottland. Dies könnt ihr ebenfalls bei uns buchen. Glencoe ist Schottlands berühmtestes Tal und liegt ca. 30 Fahrminuten südlich von Fort William. Die Straße windet sich durch eine imposante Bergwelt, führt vorbei an tiefen Schluchten und rauschenden Wasserfällen. Der bekannte Weitwanderweg, Klassiker West Highland Way, führt übrigens hier durch. Leider fand hier aber auch das historisch bedeutendste Massaker 1692 statt, bei dem viele Mitglieder des Clan MacDonald ums Leben kamen. In Schottland gibt es sogar 2 Nationalparks. Der größte Nationalpark von ganz Großbritannien ist der Cairngorms National Park. Perfekt geeignet zum Wandern, Velofahren oder einfach die Ruhe und Natur genießen. Der Loch Lomond und der Trossachs, schwieriger Name, bilden den 2. Nationalpark. Neben den großen Nationalparks hat es eine Vielzahl von Naturschutzgebieten. Diese heißen in Schottland National Nature Reserves. All diese Orte sind es wert, besucht zu werden und bieten immer wieder atemberaubende Aussichten. Neben den gut 5 Millionen Schotten leben außerdem mehr als 7 Millionen Schafe in Schottland. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt mehr Schafe als Schotten in Schottland. Sie sind Nutztiere und werden genutzt für Milch, Wolle und Fleisch. Die Schafe begegnen einem überall, überqueren öfters gerne mal die Straße und haben grundsätzlich immer Vorfahrt. Schlossfans kommen voll auf ihre Kosten, denn Schottland hat ca. 1000 Schlösser und Burgen. Man ist nie weit von einem Schloss oder einer Burg entfernt. Besonders beeindruckend ist das Donnerter Castle mit seiner imposanten Lage auf einem von Meer umspülten Felsen. Das Balmoral Castle, da es im 14. Jahrhundert erbaut worden ist und bis heute als Sommerresidenz von Queen Elizabeth II. Dient. Das Cowder Castle besticht durch einen riesigen, wunderschönen, gepflegten Garten.
Und das Glamis Castle bietet eine große Ausstellung von vielen Räumlichkeiten an, die ihr besichtigen könnt. Die beliebteste Unterkunftskategorie für eine Schottlandreise ist Bed and Breakfast Comfort. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Der Unterschied zwischen B&B und B&B Comfort ist die Lage, der Service und die Qualität. Ich war anfangs selber sehr skeptisch und wollte lieber in ein Hotel als ein B&B, da ich den Gedanken sehr seltsam fand, in einem fremden Wohnzimmer zu stehen. Im Nachhinein bereue ich aber die Entscheidung auf keinen Fall und würde es heute wieder so machen und freue mich sogar, wieder einmal in ein B&B zu gehen. Denn es ist schon schön, wenn wie die Schotten einen empfangen. Es kann aber auch sein, dass ihr manchmal einen eher mürrischen Gastgeber habt. Auch das gehört zu Schottland dazu. Die B&Bs liegen in der Regel außerhalb vom Zentrum, also das heißt bis zu 40 Kilometern und bietet kein Abendessen an. Das Poplars of Pitlochry B&B ist ein sehr elegantes und liebevolles B&B. Im viktorianischen Stil liegt es auf einer kleinen Anhöhe und ist zu Fuß in wenigen Minuten vom Ortszentrum Pitlochry erreichbar. Die Gastgeber sind sehr herzlich und das Frühstück ist einfach nur lecker. Eine Übernachtung in einem Schloss oder in einem Herrenhaus macht euren Schottlandaufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis und erzeugt ein erhabenes Gefühl. Bei unseren Mietwagenrundreisen sind die Spezialunterkünfte wie Schlösser oder Country Houses, also Herrenhäuser, immer ausgeschrieben und können zu einem Aufpreis dazu gebucht werden. Generell müssen Unterkünfte unbedingt im Voraus gebucht werden. Falls Sie lieber flexibel reisen möchten, dann achten Sie darauf, möglichst schon am Vormittag nach einer Unterkunft zu suchen. Das Dunrobin Castle liegt an der Ostküste von Schottland und umfasst 189 Zimmer und ist somit das größte Wohngebäude in den nördlichen Highlands. Das Tulloch Castle ist ein elegantes Schloss aus dem 12. Jahrhundert. Ihr seht also, eine Reise nach Schottland ist eine fantastische Kombination aus einer wilden, ursprünglichen, kontrastreichen Natur, einer facettenreichen Kultur und einer langen und interessanten Geschichte. Zu diesem reichen kulturellen Erbe gehört unter anderem das Dudelsackspielen, die Bagpipes. Die Bagpipes gehören ebenso zur schottischen Kultur wie der Kilt. Die Bagpipers haben keine Nachwuchssorgen, denn Dudelsackspielen ist in Schottland sehr populär. An dieser Stelle möchte ich euch Stefan Müller von den Happy Pipers Luzern vorstellen. Er hat ein kurzes Video gedreht und stellt sich nun gerne selber kurz vor. Geschätzte Damen und Herren, mein Name ist Stefan Müller von Happy Pipers Luzern, the first bagpipe band of Switzerland. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei den Reiseplanungen auf Schottland und viel Vergnügen bei diesen Vorträgen. Liebe Grüße da aus dem Luzernischen. Stefan Müller war noch so nett und hat uns ein kleines Video zusammengestellt, wo er uns in die Dudelsack-Geschichte mitnimmt und kurz ein bisschen darüber erzählt. Die Happy Pipers wurden 1973 gegründet und sind eingetragen bei der RSPBA, der Royal Scottish Bagpipe Band Association, dem königlichen schottischen Dudelsackverband, als the first bagpipe band of Switzerland. In der Schweiz sind sie bekannt für Zusammenspiele mit Blasmusik und Volksmusikformationen, anzutreffen an Hochzeiten, Firmenjubiläen, Überraschungs- und Geburtstagsauftritten. Wir tragen einen Schottenrock, also besser gesagt einen Kilt, traditionellen Highland Dress, Tartan Macbeth. Jede Familie in Schottland hat einen eigenen Tartan und wir tragen diesen Tartan Macbeth. Das Kernstück der schottischen Bagpipe bildet der Sack aus früherem Elchs-, Schafs- und Rindsleder. Momentan sind das Gore-Tex-Säcke, der beim Spielen unter dem Arm geklemmt wird. Durch ein Mundstück sorgt der Bläser dafür, dass der Sack immer mit Luft gefüllt ist.
Auf der oberen Seite ragen drei Pfeifen, sogenannte Drones, heraus, die immer den gleichen Ton spielen und den Dudelsack jenem etwas monotonen, durchdringlichen Bodul-Klang geben. Am Vorderteil des Sackes ist der Chanter, eine flötenähnliche Pfeife, angebracht, auf der die Melodie gespielt wird. Von den verschiedenen Dudelsäcken ist die Great Great Highland Bagpipe die verbreitetste ihrer Art. Die Sackpfeife ist ursprünglich kein schottisches Instrument. Der Dudelsack vor Urzeiten, circa vor 2800 Jahren vor Christus, ist im Orient als Hirtenflöte verwendet, gelangte später Babylonien über Ägypten, Kleinasien und Griechenland zu den alten Römern, die ihn auf den Eroberungszügen auch über die Alpen brachten. So wurde in unseren Gegenden Dudelsack gespielt, bevor ihn die Schotten kannten. Vielfach wurde er früher bei Festlichkeiten als Tanzinstrument verwendet. Im 16. Jahrhundert kam dann für den Dudelsack der soziale Abstieg. Die Sackpfeife wurde zum Musikinstrument der Gaukler und Diebe für ausgelassene Feste. Die Obrigkeit versuchte, das Dudelsackspielen zu unterbinden, da man darin die Ursache für einen unsoliden Lebenswandel sah. So wurde zum Beispiel das Spielen dieses Instrumentes und das Tragen des Kilts Ende des 18. Jahrhunderts in Schottland verboten und erst wieder 1882 offiziell erlaubt. Wie lange dauert es, um Dudelsackspielen zu erlernen? Wir rechnen mit 3 Jahren. Im ersten Jahr wird die Fingerfertigkeit auf dem Chanter geprobt. Im zweiten Jahr wird das Handling mit dem Dudelsack erlernt. Und im dritten Jahr werden die Stücke vom Repertoire einstudiert, damit wir ohne Noten die Auftritte spielen können. Frage Nummer 2: Wie große Formationen gibt es? Je nach Engagement treten wir solo, als Duett, in Kleinformationen, als ganze Band, sogar mit unserer Tänzerin auf. Frage Nummer 3: Was trägt ihr unter dem Schottenrock? Dies ist und bleibt ein Mysterium und am besten fragen Sie uns einmal in Schottland oder an einem Auftritt persönlich. Normalerweise gehen wir einmal pro Jahr nach Schottland, ans Tattoo, nach Wick, unsere Partnerband besuchen oder nur um Ersatzteile einzukaufen. Vielen Dank an Stefan Müller von den Happy Pipers. Falls ihr mehr über sie erfahren möchtet oder sie vielleicht sogar buchen möchtet, habe ich hier ihre Webseite kurz eingeblendet. Ja, warum mit Contiki reisen? Wir bieten euch die Contiki-Tipp-App. Das heißt, ihr habt eine Auswahl von über 1600 Tipps von unseren Mitarbeitenden und aber auch von unseren Kunden für euch gesammelt. Die reichen von Rezepten über Sehenswürdigkeiten bis zu kleinen Lokalen, die ein Geheimtipp sind. Wir stellen euch detaillierte Routenbeschriebe und ausführliche Reisedokumente zusammen. Unsere Reisen sind immer mit einem Direktflug mit der Edelweiss Air ausgezeichnet und wir sind 24 Stunden an 7 Tagen für unsere Kunden erreichbar, sowie haben wir ein fundiertes Destinationswissen. Die Nachhaltigkeit wird bei uns bei Contiki sehr groß geschrieben. Deswegen sind wir seit 2013 mit dem Gütesiegel von TourCert zertifiziert. Wir legen sehr viel Wert auf authentische Erlebnisse und nachhaltiges Reisen. Wenn Sie noch mehr Inspiration möchten, können Sie kostenlos auf unserer Webseite unter www.contiki.ch/kataloge unsere neuesten Broschüren und sogar unser neuestes Nordland-Magazin, welches Ende November erscheint, bestellen. Weitere Leckerbissen finden Sie auch auf unserer Webseite unter Inspiration. Dort haben wir viele Erlebnisberichte für Sie gesammelt und auf unseren sozialen Medien finden Sie ein paar Videos und auch viele Fotos auf Facebook, YouTube und Instagram natürlich.
Das war es für heute von mir über Schottland. Die Kon-Tiki-Woche ist aber noch nicht vorbei, denn morgen geht es weiter mit meiner Kollegin, die euch etwas über das Baltikum erzählt. Am Donnerstag dann der Winter in Island und am Freitag ein Sommer in Schweden. Wenn Sie am Samstag noch nichts vorhaben, laden wir Sie gerne ein zu unserem physischen Kon-Tiki-Tag in Baden. Sie können unsere Büroräumlichkeiten besuchen. Außerdem haben wir hochkarätige Fachvorträge mit Klimatologe Stefan Bader und Meteorologe Christoph Sigrist. Natürlich ist auch für die Verpflegung gesorgt, denn wir Kon-Tikis, wir naschen sehr gerne und haben ein paar nordische Leckereien besorgt. Ihr könnt euch einfach anmelden unter www.kontiki.ch/events. Da findet ihr auch noch mehr Informationen zu unserem Kon-Tiki-Tag. Habt ihr noch Fragen? Jetzt gehe ich kurz in den Chat drüber, zu sehen, ob ihr ein paar Fragen gestellt habt. Es sieht nicht so aus, als wenn jemand noch Fragen habt. Ich wäre sonst noch ein paar Minuten da, wenn ihr eine Frage stellen möchtet. Ich sehe gerade, Stefan Müller ist heute Abend auch da im Chat. Falls ihr noch etwas zu den Happy Pipers erfahren möchtet, könnt ihr die also jetzt auch gerne in den Chat stellen. Ja, sonst würde ich mich grundsätzlich verabschieden, falls ihr keine Frage mehr habt. Ich bin auf jeden Fall noch einen Moment da. Ich möchte mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und wünsche euch einen schönen Abend.